Hallo meine Lieben, in diesem Video möchte ich euch ein Pre-Design vorstellen und wie ich dieses natürlich auch zeitsparend anbringe. Ich gestalte zuerst einmal dieses Design auf ein paar Tipps und gebe euch natürlich auch Tipps und Tricks mit auf dem Weg, wie ihr das Ganze veranstalten solltet, was ihr dabei beachten solltet. Wenn ihr also wissen wollt, wie das Ganze funktioniert, dann bleibt gerne dran und vergesst auch das kostenlose Abo nicht. So, meine Lieben, hier seht ihr einmal die Zeichnung. Wer mir auf Instagram folgt, hat das Ganze schon gesehen. Das ist für meine beste Freundin ein Design und das möchte ich gerne vorarbeiten auf so einem Tipp. Bevor ihr mit eurer Arbeit beginnt, solltet ihr einmal ausmessen, wo sich der Naturnagelbereich befindet und natürlich auch einen passenden Tipp auswählen. Die Länge des Nagelbetts messe ich hier einmal ab, mache so eine kleine Markierung dran. Auch die Länge wird markiert, das Ganze noch einmal von unten, damit ich es oben nicht wegwische, da ich den Tipp natürlich noch anmattieren muss. Und dann kann ich eben in diesem markierten Bereich mein Design auftragen. Selbstverständlich müsst ihr jetzt keine Malereien anwenden, wenn ihr das nicht möchtet. Ihr könnt auch ganz klassische Designs verwenden oder mit Stickern, mit Stamping arbeiten. Das dient einfach nur der Einfachheit halber, dass ihr zum Beispiel, wenn ihr mit der schwachen Hand arbeiten müsstet, dass ihr auch so ein Design eben gleichmäßig hinbekommen könnt und somit vielleicht auch ein bisschen Zeit sparen könnt. Vielleicht ist das auch was fürs Nagelstudio, falls ihr eine Kundin habt, die eben solche komplizierten Designs haben möchte und eben auch einen entsprechenden Preis dafür bezahlen möchte, dann könnt ihr das natürlich schon vorarbeiten, lasst euch die Zeit natürlich trotzdem bezahlen, aber ihr spart so ein bisschen Zeit vielleicht im Studiobetrieb. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommis schreiben, ob sowas eigentlich ja bei euch im Studio vorkommt. Jetzt noch ein Tipp am Rande, ihr solltet euer Design immer zwischendurch, gerade wenn es um so Malerei geht, so ein bisschen versiegeln, wenn es an die Outlines geht, damit ihr das wieder runterwischen könnt, falls ihr euch mal vermalt habt. Und außerdem dient es auch noch der Stabilität. Gerade bei so einer extremen Länge würde ich auch bei Press-Ons empfehlen, arbeitet noch einen leichten Aufbau. Gerade eben mit diesen Gel-Lack-Produkten ist das super easy, es zieht sich super glatt. Man braucht eigentlich nur noch drüber buffern und braucht da jetzt nicht großartig irgendwas in Form feilen, hat aber trotzdem eine schöne Stabilität und eben einen guten Untergrund für eben diese Outlines, damit ihr, wie gesagt, wenn ihr euch da mal vertut oder so, kann man da eben drüber cleanern. Hättet ihr das nicht gemacht und vermalt euch, wischt drüber, dann müsst ihr nochmal komplett von vorne anfangen, was wirklich sehr ärgerlich ist bei so einer Miniaturmalerei. Im Anschluss könnt ihr versiegeln. Hier bei dem Bärchen versiegel ich jetzt auch. Bei anderer Nailart würde ich noch einmal ein bisschen abwarten. Ich zeige euch das gleich und erkläre auch gleich, warum. Zusätzlich möchte ich nämlich noch ein paar Designs arbeiten, die in diesem Karo-Muster-Look sind, mit ein bisschen Glitzer on top. Dazu trage ich eine Grundfarbe auf, gestalte mir meine Smile-Line in verschiedenen Variationen. On top gibt es noch einen Glitzerlack obendrauf. Da müsst ihr natürlich selber entscheiden, welche Farben euch gefallen, ob nun Glitzer oder sonst irgendwas. Wichtig ist nur, dass ihr in dünnen Schichten arbeitet, damit euch die Nägel eben nicht im Endeffekt zu dick und zu klobig werden. Jetzt habe ich ein bisschen One-Stroke-Gel mit meinem Art Gloss Aqua gemischt, trage hier eben dieses typische Karo-Muster auf mit einem ganz feinen Pinsel. Ich habe es auch in Weiß ausprobiert. Uns hat es persönlich in Weiß nicht so gut gefallen, weshalb ich es dann nochmal in Schwarz gearbeitet habe. Aber grundsätzlich sind der Fantasie natürlich keine Grenzen gesetzt. Ein bisschen Glitzer darf natürlich auch nicht fehlen. Das trage ich eben am Rand der Smile-Line auf. Und falls ihr euch jetzt Sorgen macht, keine Panik, man wird den Naturnagel nachher nicht unten drunter durchscheinen sehen. Das seht ihr auch gleich noch. Jetzt gibt es wieder ein bisschen Gel-Lack on top, also dieses 6-in-1 Glue Gel. Und dann befeile ich meinen Tipp in Form. Ihr könnt das auch wirklich noch, falls ihr euch bei der Größe vertan habt oder irgendwas sein sollte, könnt ihr den am Ende, bevor ihr den Tipp eben anbringt, auch noch einmal in Form feilen. Auch den Nagelbettbereich könnt ihr so eben in Form bringen. Solltet ihr jetzt Altmaterial auf euren Nägeln drauf haben, würde ich euch empfehlen, das Ganze zu entfernen, da Altmaterial manchmal dazu führen kann, dass sich etwas löst. Also je nachdem, wie lange ihr die Modellage drauf hattet,
die ihr eben als Altmaterial drauf habt, müsst ihr so ein bisschen abwägen, okay, wie oft habe ich schon aufgefüllt, und irgendwann ist eben der Zeitpunkt, wo man alles gründlich entfernen sollte. Selbstverständlich müsst ihr auch hier eure Naturnägel wie immer gründlich vorbereiten, Nagelhaut zurückschieben, Nagelhaut entfernen und natürlich auch den Naturnagel gründlich anmattieren, und zwar nicht mit einem Buffer, sondern mit einer ordentlichen Feile, 150 oder 180 Grit ist meine Empfehlung. Ein bisschen was zur Haftung darf auch nicht fehlen. Ich verwende hier einmal den Kautschuk Superbond. Bei den Haftprodukten müsst ihr schauen, was für Nägel habe ich, und dementsprechend sucht ihr euch das Haftprodukt aus. Apropos Haftprodukt, das brauchen wir jetzt auch, um eben die Tipps anzubringen. Und zwar trage ich den Sticky Ultra Bond Primer einmal komplett auf die gesamte Länge des Nagels auf. Denn, Obacht, jetzt möchten wir natürlich auch den Bereich abdecken, der frei geblieben ist, und natürlich den Nagel auf unserem Naturnagel befestigen. Ich trage jetzt hier bewusst mehr Material auf, denn sobald ich den Tipp eben aufgelegt habe, dieser richtig sitzt, lege ich meinen Daumen so ein bisschen über den Bereich, der eben nicht mit angehärtet werden soll, damit dieser weich bleibt und ich diesen noch modellieren kann. Und das Ganze nämlich von der Unterseite, denn dort sieht es nämlich nach dem Anhärten einmal nicht so schön aus, und wir müssen das so ein bisschen plätten und verteilen. Und dadurch, dass ihr das Produkt nach vorne zieht, habt ihr dann auch nochmal Stabilität. Gerade bei eben Überlängen zum Beispiel kann ich auch als Nailhack empfehlen, falls ihr Probleme habt, dass euch da immer was abbricht. Tragt einfach mal Produkt von der Unterseite auf, dann wirken die Nägel auch im Endeffekt nicht zu klobig, falls ihr obendrauf eben keinen Platz mehr habt, in Anführungsstrichen. Habt ihr einmal alles angebracht, könnt ihr natürlich gleich versiegeln oder eben auch noch Nailart anbringen. Ich habe ganz vergessen zu erwähnen, warum ihr nicht anmattieren solltet, beziehungsweise nicht gleich versiegeln solltet. Und zwar hat das den Hintergrund, weil man ja immer wieder noch auf die Tipps drauf ditcht. Deshalb versiegel ich erst zum Ende, wenn ich wirklich komplett fertig bin mit meiner Nailart und mit dem Anbringen der Tipps. Nach dem Versiegeln und dem Aushärten bin ich dann auch schon durch, und das ging auch wirklich relativ schnell, wenn man von der Vorarbeitungszeit absieht. Wie gesagt, ihr müsst das natürlich immer noch mit reinrechnen, wenn ihr in einem Studiobetrieb arbeitet. Wenn ihr DIY-Nagler seid, dann habt ihr natürlich das Glück, dass ihr in Etappen arbeiten könnt und euch eure Tipps einfach schon vorarbeiten könnt und dann nicht mehr so viel Arbeit habt. Meine Lieben, ich bedanke mich wie immer ganz herzlich fürs Zuschauen. Vergesst auch nicht, unten in die Infobox zu gucken, da sind alle Produkte, die ich verwendet habe, verlinkt, und auch meine Amazon-Schnäppchenliste, schaut da gerne mal mit drauf. Ihr Lieben, ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein kostenloses Abo und ein Däumchen nach oben da lasst. Bis bald! Ciao!